Deutschtest für Zuwanderer Hören, Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Nummer 4. Willkommen beim Telefonservice von Ticket 1. Um Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen zu können, bitten wir Sie, eine der folgenden Optionen zu wählen. Wenn Sie neue Tickets bestellen möchten, wählen Sie bitte die 1. Für die Stornierung oder Änderung Ihrer bestehenden Ticketbestellung wählen Sie bitte die 2. Bei allen anderen Fragen oder Anliegen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Wählen Sie dazu bitte die 3 oder bleiben Sie in der Leitung, um mit einem unserer Mitarbeiter verbunden zu werden. Nummer 1. Und hier die aktuellen Verkehrsinformationen. Achtung! Es liegt eine Sperrung auf der A10 in Richtung Potsdam vor, bedingt durch einen laufenden Polizeieinsatz. Bitte nutzen Sie eine alternative Route, um diesen Bereich großräumig zu umfahren. In Fahrtrichtung Dresden auf der A13 gibt es derzeit einen Stau aufgrund einer Fahrbahnsperrung. Als Alternative empfehlen wir Ihnen, die A18 in Richtung Cottbus zu nutzen. Passen Sie Ihre Fahrtroute entsprechend an, um Verzögerungen zu vermeiden. Nummer 2. Tauchen Sie ein in die Welt der Kunst und Kreativität. In unserer Kunstschule warten spannende Angebote auf Sie. Leider sind für unseren beliebten 2-tägigen Malworkshop alle Plätze vergeben. Aber keine Sorge, denn für unseren inspirierenden Keramikkurs haben wir noch freie Plätze für Sie reserviert. Erschaffen Sie beeindruckende Kunstwerke. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Und das ist noch nicht alles. Ganz neu, unsere bezaubernde Bastelwerkstatt für Kinder. Hier können die kleinen Künstler ihre Fantasie entfalten und mit bunten Materialien einzigartige Kunstwerke gestalten. Besuchen Sie unsere Webseite unter Kreativer Kunstschule für weitere Informationen und sichern Sie sich Ihren Platz in unseren Kursen. Kreativer, wo die Kunst zum Leben erwacht. Nummer 3. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, wir haben einige aufregende Neuigkeiten für Sie. In unserer Frische-Abteilung finden Sie eine Vielzahl von frischem Obst und Gemüse, das gerade eingetroffen ist. Entdecken Sie die köstlichen Aromen und die Vielfalt an gesunden Optionen für Ihre Ernährung. Außerdem erhalten Sie 50% Rabatt auf ausgewählte Milch- und Käseprodukte. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese Produkte zu einem reduzierten Preis zu bekommen. Zudem freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser Sortiment an hausgemachtem Eis erweitert haben. Ab sofort können Sie unsere 3 neuen Biosorten Schokolade, Nuss und Joghurt genießen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von diesen köstlichen Eissorten verwöhnen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Einkauf bei uns im Supermarkt. Nummer 4. Guten Tag, Herr Molitor. Hier ist die Apotheke am Lindenplatz. Sie waren heute Mittag mit Ihrem Rezept da und wir haben Ihr Medikament bestellt. Leider war das Medikament heute noch nicht in der Lieferung mit dabei. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit. Morgen Vormittag wird die nächste Lieferung erwartet. Wir können Ihnen versichern, dass das Medikament in der nächsten Lieferung dabei sein wird. Sie können es morgen ab 10 Uhr abholen. Bitte beachten Sie, dass morgen Samstag ist und die Apotheke nur bis 14 Uhr geöffnet hat. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ende von Teil 1. Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, RE4 aus Köln nach Dortmund. Planmäßige Ankunft 9 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Störung. Fahrgäste nach Dortmund nehmen bitte den RE3 Richtung Wuppertal. Abfahrt 9.10 Uhr von Gleis 7. Zusätzlicher Hinweis. Der RE3 hält heute nicht in Düsseldorf Hauptbahnhof. Fahrgäste zum Hauptbahnhof fahren bis Neuss Hauptbahnhof und steigen dort in die RB15 Richtung Düsseldorf um. Fahrgäste mit einem Fahrrad steigen bitte in Wagen 3 oder 6 ein. Nummer 6. Hier ist der Wetterbericht für die kommenden Tage. Am Montag erwartet uns ein herrlicher Tag voller Sonnenschein. Die Temperaturen steigen und es wird angenehm warm. Perfektes Wetter, um nach draußen zu gehen, einen Spaziergang zu machen oder sich einfach in der Sonne zu entspannen. Doch am Dienstag ändert sich das Wetterbild. Es wird regnerisch und kühl. Die Wolken ziehen auf und es kann immer wieder zu Schauern kommen. Denken Sie daran, Ihren Regenschirm einzupacken und eine Jacke anzuziehen, um sich vor dem kühlen Wetter zu schützen. Am Mittwoch werden Sie den Regenschirm nicht mehr brauchen. Der Himmel wird hauptsächlich bewölkt sein. Autofahrer sollten auf den Nebel achten und mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Nummer 7. In den heutigen Sportnachrichten dreht sich alles um die Handballmeisterschaften der Frauen und Männer. Spannung und Teamgeist sind bei beiden Turnieren garantiert. Für alle, die die Veranstaltungen besuchen möchten, gibt es wichtige Informationen. Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden voraussichtlich keine Züge verfügbar sein.
Doch keine Sorge, es wurden Ersatzbusse organisiert, um die Besucher zu befördern. An alle Autofahrer: Achtung, während der Meisterschaften kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bitte beachten Sie die Verkehrshinweise und planen Sie genügend Zeit für Ihre Anreise zum Veranstaltungsort ein. Die Veranstalter und die Stadt empfehlen, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu bevorzugen, um den Verkehrsfluss zu erleichtern. Nummer 8. Hallo Frau Wagner, hier spricht Herr Schmidt von der Personalabteilung der Firma Innova. Ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid geben, dass wir Ihre Bewerbungsunterlagen erhalten haben und diese jetzt genauer prüfen. Ihr Werdegang passt wirklich gut zur ausgeschriebenen Stelle als Projektmanagerin. Zusätzlich zu den Unterlagen, die Sie uns bereits geschickt haben, haben wir Ihnen einige Formulare per E-Mail zugeschickt. Bitte füllen Sie diese aus und schicken Sie uns die ausgefüllten Formulare zusammen mit einer Kopie Ihres Personalausweises und einem aktuellen Foto zurück per E-Mail. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden, um weitere Schritte zu besprechen. Bis bald und viele Grüße. Nummer 9. Und nun folgt ein Überblick über unser heutiges Programm für Sie. Ab 12 Uhr möchten wir Ihnen die neuesten Informationen zu kommenden Veranstaltungen in Ihrer Umgebung geben. Egal ob Konzerte, Ausstellungen oder sportliche Events. Wir halten Sie auf dem Laufenden, damit Sie kein Highlight verpassen. Dann, ab 15 Uhr, dreht sich alles um exotische Gerichte aus Südostasien. Wir teilen mit Ihnen köstliche Rezepte, die Sie zu Hause ausprobieren können. Lassen Sie sich von den Aromen und Gewürzen faszinieren und entdecken Sie neue kulinarische Welten. Ob Sie ein erfahrener Koch oder eine Anfängerin in der Küche sind, unsere Tipps und Tricks helfen Ihnen dabei, ein Geschmackserlebnis der besonderen Art zu kreieren. Und schließlich um 18 Uhr möchten wir mit Ihnen eine Debatte führen. Das Thema des Abends lautet Auswirkungen von Technologie in unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werden wir über die positiven und negativen Folgen der technologischen Entwicklung sprechen. Nehmen Sie teil an dieser spannenden Diskussion und teilen Sie Ihre Meinung mit uns. Ende von Teil 2. Hören. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Jansen? Guten Tag, Frau Jansen. Hier spricht Böttcher von Elektro-Böttcher. Wir wollten Ihnen heute ja Ihren Geschirrspüler liefern.
Ja, hallo Herr Böttcher. Wir hatten 15 Uhr als Lieferzeit vereinbart. Das stimmt. Aber leider gibt es ein kleines Problem. Oh, was ist denn passiert? Es tut mir leid. Aber bei der Vorbereitung der Lieferung haben wir festgestellt, dass ein Schlauch kaputt ist. Das ist wirklich ärgerlich. Was können wir denn jetzt tun? Ich könnte einen neuen Schlauch bestellen. Das kann aber ein paar Tage dauern. Ich brauche den Geschirrspüler wirklich dringend. Ich habe noch einen Schlauch hier. Das ist aber kein Original. Das ist kein Problem. Hauptsache, die Maschine funktioniert und wird schnell geliefert. Gut, dann liefern wir den Geschirrspüler wie vereinbart um 15 Uhr. Sollen wir die Maschine auch anschließen? Nein, das macht mein Mann später. Nummer 10 und 11. Hallo. Hallo. Ich habe Ihren Aushang gelesen. Gibt es noch eine offene Stelle im Café? Ja, tatsächlich. Interessieren Sie sich für die Stelle? Ja, sehr gerne. Ich bin Paula Krämer, die Besitzerin des Cafés. Freut mich. Mesut Özdemir ist mein Name. Setzen Sie sich, dann können wir uns kurz unterhalten. Gerne. Haben Sie Erfahrung in der Gastronomie? Ja, ich habe als Koch gearbeitet und kenne mich mit Getränken und Speisen aus. Das ist großartig. Können Sie auch im Kaffeebetrieb arbeiten? Ja, ich habe Erfahrungen im Service und in der Zubereitung von Speisen. Ich kann mich schnell in neue Aufgaben einarbeiten. Das hört sich vielversprechend an. Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? Ich kann montags bis mittwochs ganztägig arbeiten und donnerstags bis samstagabends. Gut zu wissen. Sind Sie auch bereit, in Vollzeit zu arbeiten? Leider nicht im Moment. Ich lerne noch Deutsch und nehme an einem Abendkurs teil. Verstehe. Könnten Sie mir bitte Ihre Kontaktdaten geben? Ich möchte Sie für einen Probearbeitstag einladen. Natürlich. Hier ist meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank, Mesut. Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden, um einen Probearbeitstag zu vereinbaren. Nummer 12 und 13. Guten Tag, hier spricht Frau Seifert. Ich möchte gerne meine Tochter Mila für das kommende Schuljahr anmelden. Guten Tag, Frau Seifert. Wie alt ist Ihre Tochter? Mila wird am 2. September 6 Jahre alt und geht momentan noch in den Kindergarten. Super, dann kommt sie in die erste Klasse. Haben Sie alle erforderlichen Unterlagen? Ja, ich habe die Geburtsurkunde, den Impfausweis und eine Bestätigung des Kindergartens. Perfekt. Bringen Sie bitte auch ein Passfoto mit. Wir haben ein Anmeldeformular, das Sie ausfüllen müssen. Verstanden. Gibt es noch etwas Wichtiges, das ich wissen sollte? Bitte reichen Sie die Anmeldung bis zum 30. Juni ein. Danach vereinbaren wir ein persönliches Gespräch. Die Einschulung erfolgt im nächsten Jahr im August. Ich werde alles rechtzeitig erledigen und freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen zur Verfügung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nummer 14 und 15. Guten Tag, Banks mein Name. Ich suche einen Malermeister, um die Wände im Erdgeschoss meines Hauses neu anzustreichen. Können Sie mir helfen? Natürlich.
Wie groß ist die Fläche und welche Farbwünsche haben Sie? Etwa 100 Quadratmeter. Es handelt sich um Wohnzimmer, Küche und Esszimmer. Im Wohnzimmer hätte ich gerne eine helle beige Farbe, in der Küche ein sanftes Grau und im Esszimmer ein dezentes Blau. Verstanden. In welchem Zeitraum möchten Sie die Arbeiten erledigt haben? Innerhalb der nächsten 2 Wochen. An welchen Wochentagen können Sie arbeiten? Wir könnten von Montag bis Freitag arbeiten. Passt Ihnen Dienstag oder Mittwoch nächster Woche? Das passt. Können Sie mir ein Angebot per E-Mail senden? Natürlich. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail mit all den Einzelheiten. Die E-Mail finden Sie auf meiner Visitenkarte. Alles klar, dann machen wir das so. Vielen Dank. Ich melde mich schnellstmöglich mit dem Angebot und dem bestätigten Termin bei Ihnen. Nummer 16 und 17. Hey Jasmin, wie lief deine Verabredung mit Timo gestern Abend? Ich bin so gespannt. Erzähl mir alles. Oh Clara, es war wirklich schön. Er hat auch einen Hund und wir waren mit beiden Hunden im Stadtpark spazieren. Wir haben viele gleiche Interessen. Das freut mich sehr. Gab es einen besonderen Moment? Auf jeden Fall. Im Park spielte ein Straßenmusiker. Erstmal wollte ich einfach weitergehen, aber er wollte mit mir tanzen. Es war echt schön. Wow, das klingt wirklich romantisch. Ich freue mich so sehr für dich. Wann wollt ihr euch das nächste Mal treffen? Wir haben beschlossen, uns nächste Woche wiederzusehen. Er hat ein italienisches Restaurant vorgeschlagen. Wir wollen dort die Pizza probieren. Ich kann es kaum erwarten. Das klingt aufregend. Ich drücke dir die Daumen und hoffe, dass es weiterhin so gut läuft. Du verdienst es wirklich, glücklich zu sein. Vielen Dank, Liebes. Ich bin so froh, dass ich dich habe, um meine Freude zu teilen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ende von Teil 3. Hören. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Beispiel. Ich finde, Privatschulen sollte es heute nicht mehr geben. Oft sind sie teuer und nur für eine bestimmte soziale Schicht zugänglich. Das führt zu sozialer Ungleichheit im Bildungssystem. Ich denke, dass die öffentlichen Schulen genügend Ressourcen erhalten sollten, um eine gute Bildung für alle zu gewährleisten. Privatschulen verstärken nur die Kluft zwischen Arm und Reich.
Nummer 18. Ich bin ein großer Befürworter von Privatschulen. Ich glaube, dass sie eine höhere Qualität der Bildung bieten können, da sie oft kleinere Klassen und mehr Ressourcen haben. Außerdem bieten sie oft spezialisierte Programme und eine individuellere Betreuung für die Schüler. Natürlich sind die Kosten höher, aber ich denke, es lohnt sich für eine bessere Ausbildung. Nummer 19. Ich finde, Privatschulen sind gut für Eltern, die andere Ideen zur Erziehung haben oder religiös sind. Privatschulen haben oft eine bestimmte Art von Unterricht und können besser auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen. Es ist wichtig, dass Eltern die Wahl haben und die beste Schule für ihr Kind aussuchen können. Ich denke nicht, dass man Privatschulen einfach verbieten sollte. Nummer 20. Guten Tag. Also, ich finde, dass Privatschulen einigen Kindern bessere Möglichkeiten bieten können, insbesondere wenn sie spezielle Bedürfnisse haben oder in bestimmten Bereichen besonders talentiert sind. Allerdings sollten Privatschulen nicht nur für reichere Kinder zugänglich sein, es sollte auch eine gute öffentliche Schulbildung für alle geben, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten. Ende des Prüfungsteils. Hören.